Wir haben uns in dieser Gesellschaft auf verschiedene Methoden geeinigt, wie man sich Geld beschaffen oder verdienen kann. Es anderen einfach so wegzunehmen, zählt definitiv nicht dazu. Und Sie nehmen jetzt den Kaugummi raus und setzen sich anständig hin, sonst wird hier gar nicht mehr lange verhandelt, ist das klar? Sie sind hier vor einem Gericht und nicht in Ihrer Schulklasse. Damit wir uns richtig verstehen, sollten wir uns hier wiedersehen, dann blüht Ihnen Jugendarrest. In Ihrem Jargon auch als Knast bezeichnet. Dann sind Sie vorbestraft. Sie verbauen sich jetzt Ihre Zukunft oder Sie kriegen nochmal die Kurve. Sie haben 250 Stunden im Altersheim abzuleisten, zweimal wöchentlich. Die Betreuung liegt bei Frau Jakob von der Jugendgerichtshilfe. Frau Selig? Sie haben sich bereit erklärt, Ihre Nichte für ein halbes Jahr bei sich aufzunehmen. Das war für uns mit ein Grund, vom Jugendarrest abzusehen. Bleibt es dabei? Gut. Damit liegt jetzt die Verantwortung bei Ihnen und bei Frau Jakob. Na dann, alles Gute. Sie waren doch auf einem guten Weg. Sie haben nichts mehr geklaut, haben Ihre Termine eingehalten und plötzlich hauen Sie wieder ab. Was ist denn das mit Ihnen? Haben Sie keine Lust mehr? Oder wie Sie sagen, keinen Bock auf Arbeiten? Nee. Das ist es nicht. Das mit dem Altersheim hat mir schon Spaß gemacht. Ach. Also bitte. Mein damaliger Freund ist aus den USA zurückgekommen. Da habe ich es dann wohl mit den Hormonen bekommen. Klar, die Hormone, an die habe ich nicht gedacht. Da muss man natürlich alles stehen und liegen lassen. Nein, natürlich nicht. Aber es war so. Das lag nicht an dem Freund. Sondern? An der Tante. Sind das nicht Sie? Ja, genau. Manche Gesichter behält man doch im Gedächtnis. Und was war das Problem mit Ihnen? Ich habe gegen die Auflagen verstoßen. Johanna, vielleicht solltest du erstmal. Ich sollte mich um meine Nichte kümmern, damit sie jemanden hat und Halt findet. Und den hat sie bei Ihnen nicht bekommen? Naja, nicht so richtig. Ich war anderweitig beschäftigt. Und mit was? Mit meiner Pension. Also wenn sie jetzt in den Jugendarrest muss, dann... Dann? Dann weiß ich auch nicht mehr. Herr Richter, man sollte auch bedenken... Ist es gerecht, wenn sie für meine Fehler büßen muss? Wenn sie gegen die Auflagen verstoßen hat, dann lag das doch an mir. Also wenn hier jemand nicht resozialisiert ist, dann bin doch das ich. Vielleicht ist es Ihnen nicht aufgefallen, aber Sie sind hier am Jugendgericht. Sie fallen nicht in mein Ressort. Aber wenn wir damit zwei Menschen wieder in die Gesellschaft zurückführen können, dann könnte ich mir vorstellen, ein wirklich allerletztes Mal von einer Strafe abzusehen. Unschuldig, du Wichser!
Willst du dein Leben einfach so in die Tonne treten? Man bietet euch alle Chancen. Du hast nichts Besseres zu tun, als sie wegzuwerfen. Und für was? Für was? Fällt dir dazu irgendetwas ein? Hm? Mein Gott, ich war auch mal jung. Hatte nur Mist im Kopf. Hm? Rede mit mir. Hast du mal ein Feuer, bitte? Verarschen kann ich mich selbst! Du hast mit deinen Komplizen telefoniert, dass ihr das Ding heute drehen werdet. Ich kann dir den Mitschnitt vorspielen. Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Sag mal, geht's noch? Ich muss jetzt wirklich los, Papa. Zu meinen Komplizen. Sonst komme ich zu spät zum Drehen. Sag Mama, dass ich heute Abend später komme. Was meinst du eigentlich mit verändert? Inwiefern hat sich Len verändert? Sicher, sie ist zurzeit etwas unnahbar, aber... Nein, das meine ich nicht. Ich kenne sie ja nun schon eine ganze Weile. Sicher, es gab immer mal Zeiten, da... Aber das meine ich nicht. Sie ist so anders geworden, so... Könnte das vielleicht... Offen gestanden frage ich mich, ob das mit ihr zu tun hat. Mit wem? Na, mit dieser glatzköpfigen Frau. Wie heißt sie? Calva? Oh, danke. Bitte hör auf. Das ist doch Schwachsinn. Ach ja. Wann hast du sie eigentlich zum ersten Mal getroffen? Hör jetzt auf. Lass uns über was anderes reden, in Ordnung? Was meinen Sie? Er verheimlicht uns etwas. Soll ich die Dosis erhöhen? Tun Sie das. Wo hast du Calva eigentlich zum ersten Mal getroffen? Was soll das heißen? Du hast mich schon verstanden. Wollen Sie mir weismachen, sie wollte vergewaltigt werden? Vergewaltigt? Hey. Was soll denn der Scheiß? Was unterstellst du mir, ihr Bulle? Sie wollte ficken, Mann. Also habe ich sie gefickt. Sind halt immer scharf, diese schwarzen Nutten. Das müsstest du doch am besten wissen. Verdammter Dreckskerl, du hast sie fertig gemacht, Mann. Sie konnte ja kaum noch laufen, als sie zu uns kam. Hey, Ben, hör auf, das bringt doch was nichts. Was will denn dieser Pisser? Lass ihn, er will doch nur, dass du so reagierst. Ja, ist ja gut. So geht das nicht, klar? Wir müssen warten, bis dein Anwalt da ist. Hörst du das, Mann? Ich habe meine Rechte. Fassen wir mal zusammen. Du willst mit mir ins Hotel, einfach so. Ich meine, wir kennen uns nicht und wir haben kein Geld. Aber das spielt keine Rolle, weil ich bin ja ein Engel, den der liebe Gott dir gesandt hat. Ja. Und die Welt geht in 3 Tagen zugrunde. Also ist ja sowieso alles egal. Habe ich das ungefähr so richtig verstanden? Ja, nur den Whirlpool hast du vergessen. Ach, wie konnte ich nur den Whirlpool vergessen? Natürlich, das hört sich alles so ein bisschen bescheuert an. Aber okay, ich bin ein Engel. Ich bin ein verdammter Engel. Und dieser verdammte Engel sagt jetzt, Mädchen, steig in dieses Auto. Und wir beide fahren in das abgefahrenste Hotel, das es überhaupt gibt. Und dieser Engel hat keine Angst, die verdammte Rechnung nicht bezahlen zu können. Weil ich bin ein Engel. Ja? Ja. Ich bin ein Engel, oder? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Stimmt's? Ja. Also scheißen wir auf die Zukunft, okay? Geschissen drauf. Geschissen drauf, jawohl, weil ich bin ein gottverfluchter Engel und ich bin gut. Ja. Ich bin verdammt nochmal gut.